Willkommen zur Lektion 3. In der Lektion 2 habe ich gezeigt, dass es zu viele Derivate im Umlauf gibt. Ich habe folgende grafische Darstellung benutzt. Nun erlauben Sie mir, die mittlere Linie auch zu präsentieren. Es handelt sich um die Schulden weltweit im Billionen vom Dollar. Was können wir sehen? Auch hier eine riesige Diskrepanz zwischen Schulden weltweit und BIP weltweit. Fazit, es gibt viel zu viel Schulden im Umlauf weltweit. Nicht nur in Griechenland, aber in vielen anderen Ländern und für viele Unternehmen. Nun, es gibt heute Finanzprodukte, die direkt in Verbindung mit den Schulden sind. Beispiel CDS. Credit Default Swaps, auf Deutsch Kreditauswahlversicherung. Was sind diese Produkte? Wenn man in Google geht, wird man eine Definition finden. Etwas wie, es handelt sich um ein Produkt, das es seinem Käufer ermöglicht, sich vor dem Risiko der Zahlungsunfähigkeit eines Vertragspartners zu schützen. Soweit, so gut. Es ist vielleicht nicht ganz klar, was es bedeutet. Es wird langsam klarer werden. Man findet oft in Google eine kleine Bemerkung, eine kleine Fußnote. Ich zitiere, man muss nicht zwangsläufig eine wirkliche Risikoposition in dem versicherten Basisgeschäft haben, um einen CDS eingehen zu können. Was bedeutet das? Ist es etwas Positives oder etwas Negatives? Wenn Sie diesen Satz lesen, scheint er positiv zu sein. Man muss nicht zwangsläufig und so weiter. Das heißt, man hätte mehr Freiheit. Was bedeutet das? Man muss nicht zwangsläufig Risiken tragen, um eine Absicherung zu kaufen. Scheint unlogisch zu sein. Beispiel, Sie besitzen kein Auto, trotzdem sind Sie erlaubt, eine Autoabsicherung zu kaufen. Und warum? Inwiefern wäre es nützlich, eine Autoversicherung zu kaufen, wenn man kein Auto besitzt? Ich gehe ein bisschen tiefer mit diesem Beispiel. Sie besitzen kein Auto, aber Sie sind trotzdem erlaubt, ein, sogar 10 oder 20 Autoversicherungen zu kaufen. Ihr Nachbarn fährt ein Auto, er fährt schlecht. Sie wären erlaubt, ein, sogar 10 oder 20 Autoversicherungen auf sein Auto zu kaufen. Wie könnte es der Fall sein? Warum wäre es ist nicht erlaubt mit Autos, aber es wäre erlaubt hier. Mit Autos, Frage ist, wenn wir vom Nachbarn sprechen, entspricht es eine Autoabsicherung oder eine Wette? Sobald dass ich diese Frage stelle, ist die Antwort klar, eine Wette. Eine Wette auf was? Eine Wette auf den Unfall des Nachbarns. Und wenn ein Investor so viele sogenannte Absicherungsprodukte kauft, Autoabsicherungen kauft, hätte er vielleicht in der Nacht an Reise das Auto des Nachbarns ein bisschen zu manipulieren, um sicher zu sein, dass er einen Unfall machen würde. Es könnte falsche Anreize erzeugen. Und deswegen ist es verboten mit Autos. Problem, es ist noch heute in der Finanzwelt erlaubt. Erlauben Sie mir, ein bisschen tiefer zu gehen. Hier betrachte ich drei Einheiten. Eine Bank, ein Unternehmen, eine Versicherung. Die Bank gibt dem Unternehmen einen Kredit. 10 Millionen Franken in diesem Beispiel. Das Unternehmen braucht Versicherungsverträge gegen Schaden, Feuer, Wasser, wie üblich. Soweit, so gut. Nach einer Weile befürchtet die Bank, dass das Unternehmen nicht in der Lage wird, die 10 Millionen zurückzubezahlen. In diesem Fall wird die Bank ein CDS an einer Versicherung kaufen. Ein CDS entspricht normalerweise 10
Millionen Dollar, in diesem Fall 10 Millionen Franken. Nehmen wir an, dass das Unternehmen nicht in der Lage wird, die 10 Millionen zurückzubezahlen, aber nur 3 zum Beispiel. Dann wird die Bank sein CDS aktivieren und wird die Differenz zwischen 10 und 3, 7 Millionen, erhalten. Soweit so gut. Jede Einheit erfüllt ihre Aufgabe. Die Bank gibt Krediten. Das Unternehmen investiert. Die Versicherung versichert. Das System gerät außer Kontrolle, sobald dass die Bank anstelle von CDS auf 10 Millionen Franken kauft, kauft CDS auf 100 Millionen. Warum braucht die Bank Absicherungsverträge für 100 Millionen Franken? Das Risiko ist maximal 10 Millionen Franken, nicht 100. Erlauben Sie mir, zwei Szenarien zu vergleichen. Szenario Nummer 1, das Unternehmen bezahlt zurück die 10 Millionen Franken. Die Bank kriegt 10 Millionen Franken. Szenario 2, das Unternehmen leidet unter finanziellen Problemen und wird anstelle von 10 nur zum Beispiel 3 Millionen bezahlen. Was wird die Bank machen? Die Bank wird ihre 10 CDS aktivieren und wird 10 mal die Differenz, so 10 mal 7 Millionen erhalten. Fazit, die Bank erzeugt mehr Gewinne, wenn die Kunden unter finanzielle Probleme leiden, als wenn die Kunden gesund, finanziell gesund sind. Es ist Unsinn. Ein Unternehmen, eine Bank in diesem Fall, sollte immer zufrieden sein, wenn die Kunden auch zufrieden sein, wenn die Kunden auch finanziell gesund sind. Und es sollte nicht umgekehrt sein. Noch schlimmer, hier sehen Sie, eine andere Bank kommt in diesem Spiel und obwohl sie keine Verbindung mit dem Unternehmen hat, das heißt, sie hat diese andere Bank hat keinen Kredit gegeben, sie kauft Absicherungsverträge CDS. Warum? Nochmals hier, es ist keine Versicherung, es ist eine Wette auf den Bankrott des Unternehmens. Am Ende des Tages wird eine von diesen Unternehmen bankrott gehen und der Steuerzahler wird die Rechnung bezahlen. Ist es rein theoretisch? Wissen Sie, ich bin Professor und vielleicht, was ich sage, ist nur theoretisch. Und es wäre wahrscheinlich auch besser. Ja. Leider ist es nicht rein theoretisch. Es ist passiert. Ein Unternehmen ist bankrott gegangen in New York 2008. Lehman Brothers, bankrott gegangen. Welche Versicherung hat die CDS, die Kreditausfallversicherungen, verkauft? AIG. Und als Lehman Brothers bankrott gegangen ist, dann war praktisch AIG bankrott. Und die Entscheidung, die Regierung in Washington hat die Entscheidung getroffen, nicht Lehman zu retten, aber AIG. AIG war too big to fail, aber nicht Lehman. War interessant zu bemerken, dass die Regierung in der Regierung in Washington gab es Herr Paulson, der ehemalige Direktor von Goldman Sachs war, aber nicht ehemalige Direktor von Lehman Brothers. Welche Banken haben diese sogenannte Absicherungsprodukte, Kreditausfallversicherung gekauft, insbesondere Goldman Sachs? So, am Ende des Tages, diese Konstellation ist gefährlich für die Wirtschaft, ist gefährlich für die Gesellschaft. Es erzeugt Systemrisiken. Unternehmen gehen bankrott, Leute werden arbeitslos und trotzdem geht weiter heute. So, hier brauchen wir Lösungen, um diese Wette zu stoppen. Vielen Dank.